Hallo meine Lieben, ich habe eine erste Version der neuen Android-App zum Weitwanderweg Lechweg entwickelt. Nach den ersten Tests mit echten Menschen habe ich noch ein paar Dinge anpassen und ändern müssen, um das Ding bereit zu machen für die Öffentlichkeit. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass einige Dinge sehr schwer zu lesen sind, da habe ich also Farben anpassen müssen. Der Home-Button zum Beispiel, der hat die Funktion, dass er die Karte über dem Lechtal zentriert. Aber jetzt schließt er zusätzlich auch noch alle offenen Views, die vielleicht gerade offen sind. Aber wenn man auf Home drückt, dann werden die geschlossen. Und bevor es jetzt weitergeht, seht euch doch bitte meinen neuen Werbespot an. Hallo, du gehst gerne wandern und hast dir den Tiroler Lechweg vorgenommen? Dann vergiss nicht, die Android-App am Lech mitzunehmen. Am Lech bietet dir den genauen Wegverlauf des Lechweges von der Quelle bis zum Fall. Am Lech gibt's jetzt im Google Play Store. Diese und weitere Nachrichten findest du auch auf meiner Homepage www.linusschmid.at. Für meinen ersten Release war es mir auch wichtig, den Dark Mode zu unterstützen. Die Farben für die App selbst waren relativ schnell angepasst, aber ich musste auch die Farben der Landkarte ändern. Es gibt da eine coole Webseite, die heißt Google Maps Platform Styling Wizard. Auf der kann man das Aussehen einer Karte verändern, ziemlich detailreich, oder man kann aus Presets wählen. Da kann man dann am Schluss ein JSON-File runterladen und das dann in der eigenen App verwenden. Man muss dann nur auf der Karte Set Map Style aufrufen, der diese Daten dann einliest, und das funktioniert ganz gut. Diese App wird kostenlos angeboten, es gibt auch keinen In-App-Purchase, sie wird aber mit Werbung monetarisiert. Und zwar will ich mal einen Werbebanner anzeigen, den habe ich ganz oben eingebaut, am oberen Bildschirmrand über der Karte. Mein erster Versuch war mit einem sogenannten Adaptive Banner. Das ist der neueste heiße Scheiß von AdMob und der funktioniert aber nicht bei mir. Ich habe da einige Bugs gehabt. Was der eigentlich machen soll, ist, es soll einen Banner liefern, der möglichst den ganzen Platz ausfüllt, den er zur Verfügung hat. Man sagt ihm also, ich habe so und so viel Platz, und je nachdem macht er sich größer oder kleiner. Aber das Problem war, zumindest als ich es eingebaut habe, dass er mit Android 11 nicht funktioniert hat. Und Android 11 ist released. Also bitte! Suchen im Netz haben ergeben, dass einige andere Menschen das gleiche Problem haben, aber es war noch keine Lösung. Aber es war noch keine Lösung zu finden. Und deshalb habe ich mich entschieden, diesen Adaptive Banner nicht zu verwenden, sondern einen normalen AdMob Banner. Kurz vor der Fertigstellung meiner ersten Version hat Google noch etwas Cooles veröffentlicht, nämlich die In-App Review API. Darauf habe ich schon länger gewartet. Das ermöglicht einfach den Usern, dass sie die App bewerten können. Also sie können eine Sternebewertung oder eine Rezension abgeben, während sie in der App sind, ohne in den Play Store zu wechseln. Diese Funktion habe ich schon lange gebraucht, denn meine Apps bekommen sehr wenig Bewertungen. Ich hoffe, dass das ein bisschen helfen kann, dass irgendjemand eine Bewertung abgibt. iOS hatte diese Funktion ja schon länger und bei Android ist jetzt eben ganz neu und es scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, ich habe einen Abend gebraucht, um mir das durchzulesen, um es einzubauen und um es zu testen, und es funktioniert. Schön, vielen Dank dafür. Und somit habe ich jetzt schon eine funktionierende Wanderführer-App für den Lechweg. Und jetzt muss ich nur noch irgendjemand finden, den das auch interessiert. Und das könnte schwierig werden. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, dann abonniert doch bitte den Kanal, um den weiteren Fortschritt der App zu verfolgen. Bis zum nächsten Mal.